Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's, Murat Toboy, Ex-Cop und Comedian aus Berlin City. Und meine Message, ihr habt es in der Hand, es ist eure Zukunft, eure Welt und ihr könnt sie selber mitgestalten. Dementsprechend versucht euch nicht nur zu artikulieren, ja, sondern euch auch einfach daran zu beteiligen, insbesondere damit halt wählen zu gehen, wenn ihr könnt, oder eben auch sonst euch zusammenzutun. Und denn ihr, man kann einiges bewegen, wenn man möchte. Ich bin Mehmet Kirak hier, bin seit 2 Jahren bei Mr. Right in Peine. Ich bin Ibrahim Saluku. Ich bin Redil Arafat, bin Right-Mitglied seit ca. 1 Jahr. Ich bin Bela Mokris, ich bin 16 Jahre alt. Ich bin Chungir. Ich bin Isa Kalin. Wir sind 18 Mitglieder bei Right, Bela und ich sind Vorstand. Am Anfang an haben wir halt unser Grundsatzprogramm oder unser Wahlprogramm besprochen, weil wir wollten uns einfach mal politisch halt darstellen. Unser Wahlprogramm ist sehr breit gefächert. Wir haben zum Beispiel von Bundeswehrreformen, die jetzt ja schon erfüllt wurde, wir hatten nämlich die Wehrpflicht, wir hatten den Vorschlag, dass die Wehrpflicht abgeschafft wird. Auch Bildung, dass das ganze Bildungssystem transparenter werden soll. Natürlich ist auch Energie ein großes Thema. Man sollte, also das wurde ja jetzt auch teilweise erfüllt. Die Jugend muss mehr begeistert werden für Politik. Wir haben viel zu wenig in den Parteien. Und wenn die erst mal ein bisschen warm gelaufen sind, dann sage ich, dann mischen die Politik auch stärker auf. Ja? Die Parteien sind oft schon zu festgefahren und nicht mehr in der Lage, die Jugendlichen an sich zu binden. Und deshalb wollten wir Jugendliche darauf aufmerksam machen, was kommunale Wahl ist, warum sie überhaupt politisch aktiv sein müssten. Dann haben wir einen Wettbewerb ausgeschrieben in 2 Bereichen. Dass die Jugendlichen ein bisschen mehr in Politik reingehen, sich ein bisschen besser über Politik informieren und sich halt auch für Politik interessieren. Wir hatten 2 Bereiche beim Talentbewerb, einmal bildende Kunst und einmal darstellende Kunst. Maßstab war, dass egal welcher Beitrag geleistet wird, müsste zum Thema Jugend und Politik sein. Da haben wir auch Preise verteilt, damit die auch mitmachen, aber den meisten hat es auch Spaß gemacht. Der erste Platz geht an The Third Generation. Danke dir, Talha. Dein Rap zur Weltshow ist offenbar. Ich weiß, dass alle hier es genauso sehen. Nun zum Thema Jugend und Politik. Bei den Wahlen in der Bundesrepublik, ich habe viel überlegt, als ich diesen Text aufschrieb. Vor ein paar Monaten haben wir einen Preis gewonnen, 4.000 Euro waren das. Die Veranstaltung hieß Bündnis für Toleranz und Demokratie. Und auf jeden Fall haben wir dann überlegt, was wir mit den 4.000 Euro machen könnten. Dann haben wir uns für eine Reise entschieden. Jetzt fahren wir nach Prag und da machen wir auch ein politisches Programm. Besuchen eine Universität, eine Schulklasse, Abgeordnete. Das ist eigentlich ganz einfach bei uns, Parteimitglied zu werden. Man muss einfach zu den Treffen kommen. Man muss sich für Politik natürlich ein bisschen interessieren. Nach mehrmaligen dabei sein, wird halt abgestimmt. Also Mr. Right entscheidet dann, ob diejenige Person Mitglied sein darf oder nicht. Engagiert euch in der Politik, das macht auf jeden Fall Spaß, auch mit jungen Leuten. Als ich in Mr. Right neu reingekommen bin, da habe ich mich erstmal gar nicht für Politik interessiert. Durch Mr. Right habe ich mich auch gerne an Wirtschaft interessiert. Meine Politiknote hat sich verbessert. Wir haben wirklich Kontakt auch zu hohen Politikern, also echt namhafte wie Cem Özdemir zum Beispiel. Das macht einfach Spaß, mit denen ganz normal zu reden, weil Politiker werden ja manchmal als eigene Rasse, sage ich jetzt mal, bezeichnet, wo der normale Bürger nicht mehr durchblickt oder ein bisschen zu weit entfernt ist, und wir lernen halt Politik hautnah kennen.